Ach ja, seltener Anblick, ich auf einem Fahrrad. Normalerweise fahre ich lieber BVG, aber es hat einen Grund, dass ich das heute dabei habe, denn ich habe genau den typischen Fehler gemacht, den wahrscheinlich viele da draußen machen. Ich habe einfach auf Amazon das mit Abstand billigste Pedelec gekauft, was ich finden konnte, weil ich mir dachte, elektrisch unterstützt fahren ist ja super. Ja, war auch super, solange es funktionierte. Jetzt nach knapp über 2 Jahren funktioniert es halt einfach gar nicht mehr. Es geht nicht an, wenn ich drauf drücke, es tut gar nichts, obwohl der Akku eigentlich geladen ist. Naja, Pech gehabt. Aber bevor ich den gleichen Fehler nochmal wiederhole, dachte ich mir, schauen wir doch einfach mal in einem richtigen Fahrradladen vorbei, wo sich die Leute auch wirklich auskennen mit E-Bikes bzw. Pedelecs. Und ich lasse mir einfach mal von vorne bis hinten erklären, worauf sollte ich denn eigentlich achten, bevor ich sowas kaufe? Also zum einen, was muss ich da preislich für ausgeben, wenn ich was Vernünftiges haben möchte, was mir nicht direkt unterm Hintern zusammenbricht? Was ist der Unterschied zwischen E-Bike und Pedelec überhaupt? Wie sind da die rechtlichen Anforderungen? Und ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass sich hier vielleicht noch was machen lässt und ich nicht nachher mit reiner Muskelkraft nach Hause fahren muss. Also ich würde sagen, wir gehen mal rein. Hi, ich bin der Jan. Benni, grüß dich. Ich habe euch was mitgebracht hier. Das ist ja mein kleines Sorgenkind. Darum soll es eigentlich aber heute gar nicht hauptsächlich gehen, sondern ich dachte mir, bevor ich den Fehler nochmal wiederhole, erklärst du mir vielleicht mal als Fachmann, worauf hätte ich denn achten sollen, bevor ich irgendeinen Quatsch kaufe? Also vielleicht fangen wir mal bei den absoluten Basisfragen an. Unterschied zwischen E-Bike und Pedelec. Ich lese immer wieder, dass die Begriffe vermischt werden. Es sind aber eigentlich zwei verschiedene Dinge, oder? Genau. Also im Prinzip ist es so, dass ich heutzutage auf dem Markt das Ganze so vom Endverbraucher her entwickelt hat, dass alles, was irgendwie im Fahrradbereich einen Motor hat, wird als E-Bike bezeichnet. Und da unterscheidet man grundsätzlich zwischen dem sogenannten Pedelec, das ist die Abkürzung für Pedal Electric Cycle, kommt also aus dem Englischen. Und das sind so 95% dieser E-Bikes, die wir verkaufen, sind Pedelecs. Motor unterstützt bis 25 km/h, klassisches Hilfsmotorprinzip. Vorteil für dich ist dabei, du kannst mit dem Rad rein rechtlich überall da fahren, wo du auch mit einem normalen Fahrrad hinfahren darfst. Das heißt, ich habe hier tatsächlich ein Pedelec. Ich habe es, glaube ich, als E-Bike gekauft bei Amazon, aber es ist technisch gesehen ein Pedelec, weil es eine Trittunterstützung hat und nicht selber fahren kann. Ganz genau so schaut es aus. Ne? Und wie du schon merkst, selbst da hat sich dieser Begriff E-Bike so als der klassische Oberbegriff etabliert. Was genau wäre jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt ein echtes E-Bike hätte, also eins, was auch quasi selber fahren kann? Wie wäre das versicherungstechnisch unterschiedlich dann? Da sprichst du vom sogenannten S-Pedelec, das sogenannte Speed-Pedelec. Da unterstützt der Motor bis 45 km/h und du kannst auch bis fast 20 km/h in der Regel entweder per Knopfdruck oder Gashebel ohne Trittunterstützung fahren. Und ganz genau dafür brauchst du ein Versicherungskennzeichen, unter anderem. Wenn das dann ohne Trittunterstützung fahren könnte, allerdings bei 25 km/h auch abriegelt, wie sieht es dann da aus? Das gibt es nicht. Ach, also du hast, genau, es gibt entweder du hast ein S-Pedelec oder ein Pedelec, was dazwischen gibt es nicht oder irgendwas, was Dinge aus beidem kombiniert. Und beim S-Pedelec ist es auch im Prinzip in erster Linie das klassische Hilfsmotorprinzip, nur dass du da optional per Knopfdruck den Motor unterstützen lassen kannst, bis zu knapp 20 km/h. So, und dann eine Sache, die regelmäßig bei uns auf der Seite aufkommt. Ich glaube, das hat nicht wirklich was mit der Geschwindigkeit des Fahrrads zu tun, aber es wurde in vergangenen Deals gerade von irgendwelchen chinesischen Marken immer wieder geschrieben, Vorsicht, keine Straßenzulassung. Und da habe ich mich mal gefragt, was genau entscheidet darüber, ob ein Fahrrad für die deutsche Straße, also nicht für meinen privaten Gehweg irgendwie auf meinem Schlossgelände, sondern wirklich für die deutsche Straße zugelassen ist. Wie kann ich das erkennen? Das hat was mit den EU-Richtlinien zu tun. Da geht es im Prinzip so darum, dass der Hersteller des Fahrzeugs nach europäischer Norm das Rad entsprechend stichprobenartig getestet hat. Dass beispielsweise die Lenker stabil genug sind, die Rahmen stabil genug sind, die Laufräder stabil genug sind. Darum geht es in dem Bereich. Und das erkennst du immer daran, dass auf den Rädern diese CE-Aufkleber, den du auch unter anderem bei Kinderspielsachen hast, du die beispielsweise auch, damit belegt der Hersteller des Fahrzeugs, dass das Rad nach europäischer Norm geprüft wurde, stabil ist, sicher ist und dass du ein komplett sicheres Produkt hast. Können wir mal direkt bei mir nachgucken. Ich sehe nämlich, ich habe das irgendwann schon mal aus dem Augenwinkel gesehen, da unten habe ich so zwei kleine Aufkleber. Da steht einmal EN15194 und ISO 4210. Ich vermute, das sind dann diese, EN dürfte die EU-Norm sein, nehme ich an, die das dann quasi aussagt. Genau, das geht schon in die Richtung, musst aber auf jeden Fall irgendwo diesen CE-Kennzeichen auf die CE-Kennzeichen, ja, genau. Ist bestimmt hier hinter, wo ich das zugemacht habe. Ja. Das ist bestimmt drauf. Ja. Sag mal, was hältst du davon, wenn ich dir einfach mal den Unterschied zeige, wo du dran erkennen kannst, was ist ein Pedelec, was ist ein S-Pedelec? Ja, würde ich sagen, gucken wir uns mal an, oder? Alles klar, auf geht's. Okay, also das dürfte jetzt ein S-Pedelec sein, nehme ich mal an, denn hier kann ich ein bisschen schummeln. Ich sehe hier hinten, da ist ein Versicherungskennzeichen dran. Wenn es das jetzt nicht hätte, vielleicht kannst du mir trotzdem zeigen, woran würde ich es genau erkennen? Du kannst an mehreren Punkten erkennen. Und zwar, es fängt schon bei so Kleinigkeiten an. Du hast hier vorne zusätzlich diese orangenen Reflektoren. Dann hast du beim S-Pedelec immer hier einen idealerweise umklappbaren Seitenspiegel dran. Und Achtung, jetzt wird es einmal ganz kurz laut. Du hast nämlich beim S-Pedelec eine richtige
Hupe. Oh, und das wäre super. Wenn du mal deine Hand hinten hinter das Rücklicht hältst, ja, siehe da, du hast sogar ein Bremslicht und eine Kennzeichenbeleuchtung. Habe ich auch einen Blinker? Blinker hast du nicht, nein. Die sind sogar verboten beim SPD-Licht. Ach, okay, interessant. Tatsächlich. Aber das sind so die wichtigsten Eigenschaften, wo du außerhalb vom Kennzeichen sofort erkennst, dass es sich hier um ein SPD-Lick handelt. Und ich merke auch schon, ja, so von der äußerlichen Verarbeitungsqualität schon mal etwas anderes Niveau. Das ist vor allem alles komplett zu, ne? Also sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Panzer. Und ich merke auch noch einen Unterschied, das hat aber wahrscheinlich jetzt nichts mit S-Pedelec oder normalem Pedelec zu tun, hier unten. Ich habe keine normale Kette, sondern ich habe hier einen, wie nennt man das, Riemen? Das ist ein sogenannter Zahnriemenantrieb, ganz genau. Der hat jetzt den Vorteil, da sprechen wir natürlich nachher nochmal drüber, über dein richtiges geeignetes E-Bike, aber hier hast du jetzt grundsätzlich den Punkt, der Motor beim S-Pedelec, du fährst schneller. Der Motor beschleunigt sehr stark. Da ist es halt natürlich ganz wichtig, dass du auch ein Antriebsbauteil verbaut hast, was sich nicht sofort abnutzt. Okay. Und die Zahnriemen, die halten deutlich, deutlich höher. Zudem hast du natürlich durch die höheren Geschwindigkeiten, durch das schnellere Fahren unter anderem mehr Luftwiderstand und unterm Strich einen deutlich höheren Stromverbrauch. Das heißt, deutlich ist ein bisschen übertrieben, aber du hast einen höheren Stromverbrauch. Und hier, das sieht nicht nur schwer aus, sondern du hast hier wirklich zwei Batterien drin für eine sehr hohe Reichweite. Na klar. Oh ja, ich würde sagen, da kommen wir schon so in Richtung der 30 Kilo. Da gehst du Richtung 30 Kilogramm, ganz genau. Aber es sind nicht nur die Akkus, die halt grundsätzlich so viel wiegen bei dem Rad, sondern du hast halt natürlich unter anderem breite Reifen und du hast natürlich eine sehr massive Federgabel. Das ist dieses Bauteil hier vorne. Klar, du merkst natürlich, wenn du höhere Geschwindigkeiten fährst, Richtung 40 km/h aufwärts, wenn du da auf einer unebenen Strecke fährst, dann willst du nicht ohne Federung fahren. Wie schnell fährt er jetzt? Wie lang kann er fahren? Und dann kommen wir zur Frage, was kostet denn sowas? Jawohl, also hier ist grundsätzlich bei 45 km/h Schluss und da gibt es auch keine Ausnahme. Ja. Beim klassischen Pedelec, wenn wir uns das gleich nochmal anschauen, da hast du eine kleine Toleranz. Das heißt, da können die Motoren bis 26, 27 km/h unterstützen, aber hier ist bei Punkt 45 km/h Feierabend. Angenommen, ich habe an dem Teil ein bisschen rummanipuliert. Gerade im Internet, da gibt es ja auch durchaus Anleitungen auch für dies und das und jenes. Und am Ende fährt das dann vielleicht irgendwie 50 oder vielleicht sogar 60 oder vielleicht sogar irgendwie unbegrenzt, soweit es halt kann. Was passiert, wenn mich die Polizei damit aufgreift? Na, erstmal wird sie dich fragen, hast du denn den passenden Führerschein dazu? Okay, was heißt Führerschein also, für dann bis 45 km/h? Bräuchte genau, also du brauchst, es ist ja rein rechtlich, und das ist ganz interessant, wir sprechen hier rein rechtlich nicht mehr von einem Fahrrad, sondern das ist ein Kleinkraftrad. Und dafür brauchst du dann natürlich auch entsprechenden Führerschein. Um das überhaupt fahren zu dürfen. Wenn du das manipulierst, ist das tatsächlich keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern das ist eine richtige Straftat. Okay. Das heißt, ich fahre quasi ohne zulässigen Versicherungsschutz und wäre dann wahrscheinlich auch im Fall eines Unfalls, an dem ich beteiligt bin, vielleicht auch gar nicht der Auslöser bin. Wollte gerade sagen, du musst hätte ich ein Riesenproblem, weil dann zahlt ja keine Versicherung meinen Schaden, den ich eventuell habe. Also im allerschlimmsten Fall, wir wollen es nicht hoffen, dass es irgendjemandem da draußen passiert, aber im allerschlimmsten Fall, wenn ihr mit so einem Teil unterwegs seid, das manipuliert habt, also keinen Versicherungsschutz habt und ihr legt euch so hin, dass das bleibende Schäden verursacht, dann zahlt ihr da selbst für den Rest eures Lebens quasi für. Also keine gute Idee, in irgendeiner Form rumzudoktern und dann damit wirklich im Straßenverkehr teilzunehmen. Okay, Thema Geschwindigkeit geklärt. Wie lang kann ich denn mit so einem Teil fahren? Also wie viele Kilometer? Das ist eine Frage, die uns eigentlich jeder Kunde stellt, aber das ist wirklich eine Frage, die am schwierigsten zu beantworten ist. Ah. Denn es ist leider von sehr vielen Faktoren abhängig. Erstmal hast du natürlich immer, wie du hier schon siehst, ein Bedienteil. Du kannst immer frei wählen, wie viel Schub gibt der Motor denn überhaupt dazu. Hast du hier bei dem Rad beispielsweise, sind es 4 verschiedene Unterstützungsstufen. Ja, wenn du natürlich durchgehend die höchste Unterstützungsstufe entsprechend fährst, hast du hier jetzt bei 2 Akkus, rechnen wir mal so zwischen 40 und 70 Kilometer Reichweite in etwa. Okay. Ist natürlich dann auch davon abhängig, wie viel Gepäck hast du dabei, wie viel Gegenwind hast du. Wie viel wiege ich selber vielleicht? Das kommt natürlich auch noch dazu. Ja. Geht's bergauf? Fährst du eher in der Ebene? Das sind alles so Faktoren, die wirklich die Reichweite sehr stark beeinflussen. Im Idealfall kannst du deutlich über 100 Kilometer schaffen. Oh, okay. Durch hier 2 Akkus, rein theoretisch, sind durchaus 130 bis 150 Kilometer sogar realistisch. Da muss es aber wirklich schon sehr günstig laufen. Okay. Wenn ich ja jetzt irgendwo an meinem Ziel angekommen bin und schon merke, so von der Anzeige, es könnte sein, dass es nicht mehr bis nach Hause reicht. Wie lade ich die denn hier in diesem Fall jetzt nach? Es gibt ja verschiedene Systeme, aber wie mache ich es denn jetzt hier? Weil das ist ja im Rahmen verbaut, oder? Genau, aber du brauchst die Akkus gar nicht rausnehmen zum Aufladen, denn dieses Teil hier ist eine Steckdose, da kannst du direkt beide Akkus drüber aufladen. Der lädt immer beide Akkus parallel, immer den ein bisschen, dann springt er um auf den und so geht das immer weiter, bis beide Akkus wieder voll sind. Okay. Du hast aber natürlich auch die Möglichkeit, beide Akkus aus dem Rad rauszunehmen und dann im ausgebauten Zustand zu laden. Hast ja nicht immer eine Steckdose direkt neben dem Rad. Genau, da komme ich also auch so werkzeugfrei ran, oder? Ja, du brauchst nur einen Schlüssel.
Ah ja, verstehe. Genau, ist ein Schlüssel immer entsprechend mit bei. Hier siehst du sogar die Schließzylinder. Schlüssel rein, aufschließen, Akku rausnehmen, aufladen, fertig. So, und dann natürlich die Frage, die für alle MyDealser immer interessant ist. Was kostet denn sowas hier? Für so ein Rad kann man schon Richtung 9.000 bis 10.000 Euro für ausgeben. 9.000 bis 10.000? Aber hier ist wirklich das absolute High-End-Produkt, was du halt hier hast. Du hast einen Zahnriemen, du hast zwei Akkus. Hier ist beispielsweise ein komplettes Navigationssystem mit inbegriffen. Okay. Eine komplett elektronische Schaltung, super verschleißfreier Antrieb. Also das ist schon ein Rad für jemand, der das wirklich auch als Haupthobby betreibt. Okay. Und natürlich auch im Alltag sehr viel ausnutzt. Ein absolutes Langstreckenfahrzeug. Das fährt in der Stadt gut, das fährt über Land gut, das fährt tags gut, das fährt nachts gut, weil, wie du auch schon über die ganze Zeit schon sehen, wir haben ein enorm helles Licht. Also das ist halt wirklich schon eines der krassesten Produkte, die wir bei uns beispielsweise anbieten. Gut, also nach oben hin, da gibt es quasi keine Grenze, beziehungsweise da kann man schon durchaus so viel ausgeben wie für einen Kleinwagen. Aber hier gibt es auch deutlich günstigere Varianten. Ich sehe, hier geht es los bei knapp unter 3.000 Euro, da sind wir bei 4.000. Wenn ich jetzt in deinen Laden komme und sage, hier bin ich, ich brauche ein E-Bike bzw. ein Pedelec. Wie würde so ein typisches Verkaufsgespräch laufen? Also im Grunde genommen interessieren mich erstmal drei Sachen. Erstmal, wie sitzt du gerne auf deinem Rad? Sitzt du gerne ein bisschen bequemer bzw. gerne ein bisschen sportlich gestreckter? Ganz wichtig ist natürlich auch zu wissen, wie häufig möchtest du das Rad nutzen? Bist du so ein absoluter Gelegenheitsfahrer, der nur am Wochenende fährt, oder willst du wirklich jeden Tag damit zur Arbeit fahren? Und wo fährst du hauptsächlich? Bist du rein in der Stadt unterwegs oder machst du auch mal Touren, wo es auch wirklich mal durch den Wald geht, außerhalb von Berlin beispielsweise? Das sind ganz wichtige Aspekte, was mir natürlich immer schon mal weiterhilft, um sagen zu können, okay, das solltest du ausgeben für ein Rad, und das wäre beispielsweise ein Exemplar, wo ich sagen würde, okay, damit könntest du schon viel Spaß haben. Okay, dann lass das doch vielleicht einfach mal fiktiv so durchspielen, und ich nehme jetzt wirklich meinen Fall. Also ich bin jemand, ich fahre normalerweise mit der Bahn zur Arbeit, aber die Arbeit ist auch nicht sonderlich weit weg. Ich bin einfach nur zu faul, 7 Kilometer mit einem normalen Rad zu fahren. Also es wären quasi 7 hin und 7 zurück. Also am Tag lass es dann vielleicht 20 Kilometer sein. Das auch nicht jeden Tag in der Woche. Vielleicht würde ich mal am Wochenende irgendwie so ein bisschen durch den Wald fahren wollen auch. Da ist dann nicht unbedingt befestigter Weg. Aber so wirklich große Touren irgendwie außerhalb Berlins eher nicht zu erwarten. Berlin insgesamt natürlich auch eher flach. Wo würden wir da so ungefähr einsteigen? Also bei dem, was du so vorhast, würde ich mir jetzt mal sagen, Richtung 3.000 bis 3.500 Euro ist eine Preisklasse für dich, die du ausgeben solltest, wo du halt wirklich langfristig viel Spaß an einem E-Bike haben solltest, für das, was du vorhast. Wie trennt sich da die Spreu vom Weizen? Weil wenn ich jetzt wahrscheinlich einfach ins Internet gehe, so wie ich das gemacht habe, dann finde ich auch Fahrräder für einen Bruchteil dessen oder E-Bikes oder Pedelecs oder wie auch immer. Können wir ja nachher nochmal zukommen. Also warum sollte ich dann genau sowas eben nicht kaufen, sondern dann schon gucken, dass ich einen gewissen Mindeststandard ansetze dafür? Also es geht ja erst schon mal da los. Du weißt ja gar nicht, in was für einem Zustand dich das Rad entsprechend erreicht. Ist es im Karton? Ist es montiert? Ist es demontiert? Ja. Passt es dir von der Größe? Passt es dir von der Sitzposition? Bietet es den Fahrkomfort, den du an das Rad hast? Dann gibt es natürlich auch noch einige qualitative Unterschiede. Es ist für dich halt relativ gemein fast schon, weil du musst dich halt auch sehr stark, oder man muss sich generell sehr stark mit der Fahrradtechnik befassen, um da halt diese ganzen qualitativen Unterschiede zu spüren. Weil letzten Endes schaut man ja so ein Rad erstmal nur so davor. Du guckst ja nicht in die Bauteile rein. Und das ist das Gemeine an der Sache. Ja, die Bauteile sind auch schon genau der Stichpunkt, auf den ich hinaus wollte. Denn gerade darüber gibt es immer eine Diskussion, auch in den entsprechenden Deals. Und ich stehe da immer so ein bisschen wie jemand, der keine Ahnung von PCs hat und sich einen Gaming-PC zusammenbauen soll. Das ist vielleicht dann eher mein Metier, aber bei Fahrrädern habe ich dann wiederum keine Ahnung. Und dann lese sich die ganzen Sachen Shimano so und so, und dann haben wir da irgendwie den Bosch Mittelmotor und den keine Ahnung was Frontmotor. Wie kann ich denn da als Laie so einigermaßen irgendwie durchblicken, welche dieser Komponenten jetzt was taugen und welche nichts taugen und welche ich vor allem sinnvollerweise brauche oder vielleicht auch eher nicht brauche? Also im Grunde genommen ist es schon mal so, du hast schon mal ein paar ganz interessante Hersteller oder Motoren genannt. Es gibt einen Bosch-Motor, es gibt einen Shimano-Motor, dann gibt es noch einen Yamaha-Motor, es gibt einen Brose-Motor. Also es gibt eine Anzahl an marktführenden Motoren, aber da solltest du schon drauf achten, dass sowas auf dem Motor draufsteht. Weil du hast bei diesen Systemen sogenannte Mittelmotoren. Das sind diese Motoren, die sich halt in der Praxis auf dem Markt durchgesetzt haben. Die bieten halt ganz einfach die stabilsten, sichersten Fahrverhalten. Okay, das heißt, der Motor sitzt genau in der Mitte des Fahrrads und treibt dann beide Reifen an, oder? Der unterstützt letzten Endes deine Pedalkraft. Der treibt direkt die Kurbel an, wo du auch drauf passt. Okay. Was natürlich unterm Strich bedeutet, du hast dadurch das natürlichste Fahrradfahrgefühl. Ja.
Und alternativ dazu wäre, also man kann den Motor irgendwie vorne verbauen, auch im Rad, oder? Genau, das kann man auch machen. Ist aber tatsächlich der ungünstigste Punkt, am Rad einen Motor einzubauen. Weil du musst dir vorstellen, wenn du, egal ob du jetzt ein Fahrrad oder ein E-Bike hast, angetrieben wird grundsätzlich immer nur dein Hinterrad. Das Vorderrad rollt eigentlich grundsätzlich nur mit. Und jetzt stell dir vor, du hast einen Frontmotor und auf einmal wird ein Rad angetrieben, was sonst beim Rad nur mitläuft. Da musst du mal überlegen, du setzt dich auf so ein Rad drauf und dann stehst du beispielsweise irgendwo bei einem sandigen Untergrund und fährst volle Granate los. Und möchtest dann beispielsweise, fährst du dann auf einem sandigen Gebiet ein bisschen kräftig in die Kurve. Da hat es auch schon mal den einen oder anderen Fall gegeben, dass sich da jemand wirklich recht schnell auf die Nase gelegt hat. Thema Motor haben wir geklärt, am besten Mittelmotor und am besten irgendwie Markenhersteller wie Bosch beispielsweise. Thema Bremse ist auch so ein Thema, was immer wieder aufkommt und erneut Laienwissen von mir. V-Bremse kenne ich, das ist glaube ich so die klassische, die einfach nur so zudrückt, wie auch wirklich beim Kinderrad früher. Dann hier die Hydraulikbremse und Scheibenbremse, irgendwie sowas. Was genau sind die Unterschiede und was muss ich da haben bei einem E-Bike? Weil das gibt ja auch nochmal andere Anforderungen natürlich quasi an die Kraft des Rades, welche Bremse dann damit kombiniert werden sollte. Genau, da hast du schon ein ganz interessantes Wort gesagt, nämlich das Wort Hydraulik. Ganz wichtig beim E-Bike ist, ausnahmslos immer hydraulische Bremsen verwenden. Du hast durch hydraulische Bremsen, also umgangssprachlich, arbeiten die mit Öldruck, nicht mechanisch. Letzten Endes, für dich ist ganz wichtig bei einer hydraulischen Bremse, du hast einen deutlich kräftigeren Bremsvorgang. Und du musst dir überlegen, du bist beim E-Bike nicht nur flotter unterwegs durch den Motor, sondern du musst auch wirklich deutlich höhere Gewichte zum Stehen bringen. Und in einer Gefahrensituation musst du dich halt einfach auf eine gute Bremse verlassen. Und das funktioniert halt leider nicht mit mechanischen Bremsen. Zumal die mechanischen Bremsen ja auch aus einer Zeit kommen, wo es das heutige E-Bike oder Pedelec oder S-Pedelec ja noch gar nicht gab. Kann ich das irgendwie erkennen, die unterschiedlichen Bremsen? Weil, also ich kenne das klassisch, dass sich da was sehr stark zusammenzieht. Das ist wahrscheinlich die billigste Variante. Jetzt sehe ich, da ist irgendwie so ein Ring drum. Was genau ist das jetzt und woran erkenne ich, dass die bremst? Genau, das ist eine sogenannte Scheibenbremse. Die Scheibenbremse nennt sich so, weil dieses Bauteil, was du hier hast, ist eine sogenannte Bremsscheibe. Mhm. Wie im Auto letztlich. Das ist wie beim Auto oder beim Motorrad, nur ein bisschen kleiner. Ja. Du hast bei diesem System den Vorteil, dass sich deine Felge, deine Laufräder nicht abnutzen. Ne? Hm. Bei deiner V-Bremse oder V-Brake ist es ja so, dass da diese Bremsbeläge immer gegen die Felge drücken. Aufgrund dessen nutzt sich natürlich die Felge auch irgendwann ab. Das dauert zwar eine Weile, aber im Grunde genommen ist bei so einer Bremse dein Laufrad ein Verschleißteil. Okay, und hier habe ich dann letztlich, muss ich dann ja eine kleine Bremsscheibe haben, also oder eine kleine... Eine Bremsklotze heißt es dann, oder? Bremsscheibe ist das. Wie heißt das Gegenstück? Genau, du hast das Gegenstück zur Bremsscheibe, sind die Bremsbeläge. Die siehst du, wenn du genau hier reinschaust. Jetzt guck mal. Ja. Guck mal drauf. Ich ziehe jetzt mal einen Bremshebel und jetzt siehst du, da drückt was da gegen. Bewegt sich was und ganz so minimal. Entsteht der Bremsvorgang. Und das heißt, wenn der mal durch sein sollte, dann ist das letztlich ein Ersatzteil für wahrscheinlich ein paar Euro und das ersetze ich einmal und dann bremst du wieder wie neu. Ganz genau so schaut es aus. Wie sieht es aus mit dem Thema Gangschaltung? Also beim klassischen Rad hatte ich früher im Kopf, je mehr, desto besser. Also irgendwie das erste 24-Gang-Rad, was man damals dann so als Kind hatte, damit war man dann der King auf dem Pausenhof, ist ja eigentlich bei einem E-Bike gar nicht mehr so unbedingt erforderlich. Oder würdest du mir da widersprechen? Teils, teils. Also die Erfahrung ist ganz einfach, dass du diese Vielzahl an Gängen entsprechend nicht mehr brauchst. Aber ganz auf eine Gangschaltung, gut, da streiten sich die Geister drüber, das ist auch Geschmackssache, ganz auf eine Gangschaltung würde ich persönlich jetzt nicht verzichten wollen. Der Hintergrund ist halt ganz einfach, die Gangschaltung sorgt halt eigentlich primär dazu, dass egal wie schnell du mit dem Rad bist, dass du immer die Möglichkeit hast, unabhängig von der Geschwindigkeit mit der gleichen Geschwindigkeit treten zu können. Dass das leichter oder schwerer geht, ist eigentlich nur so ein Nebeneffekt davon. Aber du musst halt überlegen, du willst es ja auch am Lenker noch ein bisschen aufgeräumter haben. Ja? Und wenn du dann noch einen Bordcomputer bei einem E-Bike hast mit vielen Anzeigen und dann noch dieses Bedienteil, und wenn du dann überlegst, dann hätte ich jetzt noch irgendwie zwei Schalthebel, irgendwann nervt dich das ja. Und von daher ist es schön, wenn du halt auf der rechten Seite des Lenkers eine Gangschaltung hast, auf der linken Seite deine Motorbedienung, dann hast du den Überblick, aber du hast eine ausreichende Anzahl an Gängen, fertig. Gibt es da irgendwelche Unterschiede bei der Bauart der Schaltung, auf die ich achten muss? Ja, die gibt es in der Tat. Es gibt die sogenannte Kettenschaltung und es gibt die Nabenschaltung. Die erkennst du sogar schon äußerlich. Die Kettenschaltung ist immer die Gangschaltung, wo du halt diese vielen
im Hinterrad diese vielen kleinen Zahnrädchen siehst, in der Fachsprache, die bei mir immer rausspringen. In der Fahrradsprache wird das als sogenannte Ritzel bezeichnet und wo du halt die Gänge nicht im Stillstand schaltest, sondern immer dann, wenn grundsätzlich entsprechend das Rad, deine Beine in Bewegung sind. Und dann gibt es die sogenannte Nabenschaltung, da ist das Prinzip andersrum. Die erkennst du immer daran, da hast du halt nicht diese vielen kleinen Ritzel im Hinterrad, sondern du hast halt diesen dicken Nabenkörper, weil die Gangschaltung sitzt in der Nabe drin, daher auch der Name Nabenschaltung. Und da ist das grundsätzlich eher ein bisschen andersrum. Also da schaltest du hauptsächlich im Stillstand. Und das ist der Grund, weswegen diese Gangschaltung hauptsächlich bei Stadträdern verbaut sind. Denn in der Stadt hast du halt oftmals die Situation, dass du eine Gefahrenbremsung machen musst. Musst halt so aus einem hohen Gang, aus einer hohen Geschwindigkeit entsprechend schnell abbremsen. Bei der Kettenschaltung heißt das, hoher Gang stehen bleiben, hoher Gang losfahren. Bei der Nabenschaltung kannst du ganz entspannt im Stillstand runterschalten und du kannst halt entspannt wieder anfahren. Also praktischer ist im Stadtbereich dadurch die Nabenschaltung. So, jetzt hast du mir gerade sehr viele Punkte erklärt, worauf ich hätte achten sollen. Natürlich habe ich keinen einzigen dieser Punkte beachtet und deswegen darfst du jetzt mal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen angesichts meines Fahrrads und erstmal mir sagen, was hier ist das Problem mit ist, warum ich es nicht hätte kaufen sollen. Und dann darfst du mal den Preis raten. Ich bin mal gespannt, ob du ihn richtig rätst. Wir haben uns ja eben schon über die unterschiedlichen Positionen der Motoren unterhalten. Ja. Da musste ich schon schlucken, weil dazu meint, das ist der denkbar ungünstigste Punkt, weil da ist vorne so ein dicker Knubbel, das ist der Motor nämlich. Ganz genau, da hast du absolut recht, das ist der Elektromotor, ganz genau. Dann haben wir ja gesagt, eine hydraulische Bremse für die Fahrsicherheit wäre ganz wichtig. Die klassische Kinderbremse und die bremst auch nicht mehr so gut, muss ich gestehen. Genau, ja, und da kannst du dir vorstellen, was da im schlimmsten Fall der Fälle in der richtigen Gefahrensituation passieren kann. Ja, also zwei Punkte schon, die nicht so optimal sind, dann Thema Gangschaltung und ich habe die Kette natürlich extra in diesen Zustand hier angebracht, damit du auch was demonstrieren kannst. Sonst hätte ich die natürlich vorher gereinigt, aber vielleicht kurze Frage an der Stelle, wie kriege ich die wieder vernünftig hin? Geht das noch? Ist das noch zu retten? Ja, das geht noch, aber es macht halt auch wiederum ein bisschen Mühe. Ne? Dann musst du da jetzt erstmal wieder recht giftige Pflegeprodukte drauf sprühen, dann musst du die erstmal reinigen, dann musst du was dran sprühen, dass der ganze Rost hier abgeht, ne? Dann musst du die halt wieder ölen. Okay, also draußen stehen lassen im Regen, keine gute Idee wahrscheinlich. Oder bei diesem Rad zumindest keine gute Idee. Ja, so würde ich, genau. Also im Grunde genommen sollte ein E-Bike natürlich auch immer für den Outdoor-Bereich entwickelt sein, was das angeht. Das sollte natürlich dann auch abkönnen, wenn das mal ein paar Nächte beispielsweise draußen unter einer Plane steht oder noch nicht mal unter einer Plane. Aber so ein Rad sollte eigentlich problemlos ein paar Regenschauer abbekommen. Okay, also so einen kompletten Winter, wo es dann nass war, wahrscheinlich nicht so die beste Idee gewesen, das weiß ich jetzt auch. Gut, dann Thema Akku, den habe ich im Gegensatz zum Rad, was wir gerade gesehen haben, nicht irgendwo im Rahmen verbaut, dafür ist der auch viel zu klein, sondern ich habe den hier hinten. Fand ich eigentlich immer einigermaßen praktisch. Ich kann das einmal demonstrieren, wie es theoretisch funktionieren sollte, weil den kann ich auch nochmal aufschließen, ne? Also dass man da nicht einfach ran kann und dann wirst du jetzt aber merken, das Scheißteil hakt wie Sau und ich bin dann letztlich dazu übergegangen. Ich krieg den jetzt bestimmt, wenn ich da noch lange dran rumziehe, kriege ich den raus und habe dann meinen Armen-Workout auch schon gemacht für heute. Aber ich lasse ihn jetzt mal drin und ich habe dann letztlich immer das ganze fast 30 Kilo schwere Ding einfach in meine Wohnung gewuchtet, über mehrere Treppenstufen, um es dann da aufzuladen. Auch nicht so optimal wahrscheinlich. Also im Grunde genommen, du hast eben was angesprochen zur Positionierung des Akkus. Du hast natürlich recht, der ist nicht integriert, der sitzt hinten auf dem Gepäckträger drauf. Jetzt ist es so, jede Position vom Akku hat einen Vor- und Nachteil. Ja. Du hast halt hier zum Beispiel, jetzt mal angenommen, du würdest ihn jetzt richtig rausbekommen, hast du den Vorteil, du kommst super dran, du musst dich nicht irgendwie bücken oder unter das Rad hechten oder kriechen. Ja. Ist eigentlich eine ganz coole Sache, aber so ein E-Bike-Akku, der wiegt ja auch wieder ein bisschen was. Und der sitzt jetzt natürlich bei diesem Rad relativ hoch. Mhm. Das heißt, der sogenannte Schwerpunkt von dem Rad ist bei dem Rad relativ hoch, was für dich zur Folge haben könnte, dass bei höheren Geschwindigkeiten, jetzt mal wirklich, du rollst mit dem Rad bergab, da kannst du ja auch mit so einem Rad deutlich schneller als 25 km/h fahren, dann fängt das Rad durch so einen hohen Schwerpunkt unter Umständen an zu flattern. Was bedeutet das? Das macht halt eigentlich während der Fahrt den hier. Ja. Und wenn das einmal passiert, da kannst du dir vorstellen, was im schlimmsten Fall der Fälle dann passieren kann. Also da kann man auch tatsächlich, das kann bis zum Sturz führen. Wenn ich drauf drücke, er geht an. Aber wenn ich vorne drauf drücke, da tut sich gar nichts. Kannst du das vielleicht, ohne das Ding aufzuschrauben komplett, kannst du da schon sagen, ist das ein typischer Fehler, den man regelmäßig sieht? Ist das schnell behoben? Kann man das überhaupt irgendwie beheben? Und das ist tatsächlich eines der größten Probleme bei einem Rad dieser Bauart, dass der klassische Fahrradfachhandel in eigentlich so gut wie allen Fällen gar nicht weiterhelfen kann. Das hat damit zu tun, jetzt mal die Situation, die Räder, die wir vertreiben beispielsweise,
Wenn wir natürlich Verträge mit unseren Fahrzeugherstellern haben, die stellen uns natürlich Ersatzteile zur Verfügung, die schulen unsere Mechaniker, die stellen uns Diagnosegeräte, Schaltpläne unter anderem zur Verfügung, sodass die Mechaniker bei uns halt grundsätzlich natürlich immer wissen, was ist zu tun, wo müssen wir anfangen zu suchen, um halt rausfinden zu können, wo liegt denn hier der Defekt. Und das existiert halt grundsätzlich für den Fachhandel in so einem Bereich gar nicht. Das heißt, wir haben da gar nicht die Möglichkeit, professionell überhaupt eine Diagnose stellen zu können, woran liegt es. Wir können es vermuten grundsätzlich, aber es ist ja, sag ich jetzt mal, niemandem geholfen, wenn wir jetzt beispielsweise dir als Kunden sagen, naja, wir können mal gucken, ob wir einen Fehler finden, wissen wir noch nicht. Aber klar müssen wir uns unsere Arbeit natürlich bezahlen lassen. Das heißt, du kriegst das Rad wieder. Wir haben 2 Stunden nachgeschaut, du kriegst eine saftige Rechnung von uns für die Diagnose, aber so richtig laufen tut es immer noch nicht. Oder du kriegst eine Aussage wie, das und das könnte es sein. Wir sind uns aber nicht ganz sicher. Dann hast du auch nicht wirklich den Eindruck, dass wir uns kompetent verhalten und du bist eine ordentliche Summe Geld los. Von daher nehmen wir solche Sachen tatsächlich nicht an. Okay, also für mich jetzt erstmal keine gute Nachricht. Das heißt, ich werde dann selber hingehen müssen zu Hause und wahrscheinlich einfach mal die kompletten Kabelkanäle hier irgendwie nachverfolgen müssen, dass wir da rausrupfen müssen und gucken, ob da irgendwo vielleicht was gebrochen oder nicht mehr ganz verbunden ist. Aber gut, das schaffen wir dann heute nicht, also muss ich doch mit Muskelkraft zurück. Trotzdem, ich möchte das Ratespielchen noch mit dir spielen. Vielleicht habe ich ja wenigstens, selbst wenn es nicht mehr fährt, vielleicht habe ich ja wenigstens für die 2,5 Jahre, die es fuhr, einen guten Deal gemacht. Was glaubst du, hat das Rad gekostet? Also mein Tipp wäre, wenn ich mir das alles so anschaue, Motor, Bremse, Beleuchtung, Gangschaltung, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Rad über 1.000 Euro gekostet hat. Ich würde so Richtung um die Bereich 800, 900 Euro schätzen. Da war ich dann immerhin ein bisschen drunter. Ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, in der Rechnung von Amazon stehen 518 Euro. Also da habe ich wahrscheinlich für das Rad in dieser Form, wie es so existiert, wahrscheinlich sogar einen ganz guten Preis bezahlt, aber am Ende ist das Ergebnis das gleiche. Ob das jetzt 900 oder 500 kostet, es fährt halt nicht mehr. Und hätte ich mir vielleicht mal vorher überlegen sollen. Und dann vielleicht, das wäre noch so ein Punkt, den ich fragen würde, vielleicht mich nach einem Gebrauchten umschauen? Wenn ich sage, selbst diese 3.000, bei denen es ja bei euch so circa losgeht, ist für mich noch ein bisschen hoch. Wie sieht es denn mit dem Gebrauchtmarkt aus? Also wenn du ein Schnäppchen machen möchtest beispielsweise, nicht dazu bereit bist, wirklich enorme Summen um die 3.000 Euro auszugeben, ist das eine gute Idee. Aber da auch immer schauen, zu prüfen, ist das Rad regelmäßig inspiziert worden beispielsweise. Idealerweise über einen Händler direkt kaufen beispielsweise, weil bei uns als Händler bekommst du immer auch bei Gebrauchtfahrzeugen eine Gewährleistung, sodass du halt weißt, das Rad ist in dem Moment, wo du es übernimmst, es ist geprüft, es ist inspiziert, die Verschleißteile sind ausgetauscht und du kannst dich darauf verlassen, dass es ein qualitativ gutes Produkt ist und vor allem, dass du niemals in eine Situation wie jetzt kommst, ne? Dass du halt jetzt merkst, oh Mist, ich habe ja gar keinen, der mir weiterhelfen kann, das zu reparieren. Habt ihr ein paar Gebrauchte da auch hier im Laden? Wir haben jetzt hier zwar generell keine direkten Gebrauchträder offiziell da. Wir haben bei uns beispielsweise Vorjahresmodelle oder wenn wir mal Gebrauchträder haben, dann sind das beispielsweise, also wir stellen für unseren Kundenkreis immer Ersatzräder zur Verfügung, wenn beispielsweise der Kunde regelmäßig mit dem Rad fährt, auf das Rad angewiesen ist. Ja, und dann geht mal was kaputt beispielsweise und wir müssen mal einen Teil bestellen, wo wir halt merken, oh, das dauert mal 2-3 Tage, bis das da ist. Dann haben wir immer die Möglichkeit, ein Ersatzrad zur Verfügung entsprechend zu stellen. Und diese Räder, die kaufen wir dann zu reduzierten Preisen dann auch irgendwann ab. Okay, verstehe. Thema Vorjahresmodell ist vielleicht noch ganz interessant, weil das ist ja auch noch so ein Punkt, da lässt sich ganz gut sparen. Und sag mal unter uns, so wirklich viel tut sich ja da von einem Jahr aufs nächste wahrscheinlich nicht, oder? Das Thema E-Bike oder Pedelec ist ja weitestgehend fertig entwickelt, so, oder? Aber ja, widersprich mir gerne, wenn es Quatsch ist. Ja, also du hast eigentlich ganz Unrecht. Also es gab, wenn ich mal in die Vergangenheit schaue, es gab da schon wirklich damals Jahre, wo eigentlich im E-Bike-Bereich jährlich mal eine neue Akku mit noch höherer Reichweite beispielsweise rausgekommen ist. Diese Zeiten sind momentan so ein bisschen ruhiger geworden, was das angeht. Ja. Aber klar, du hast halt unterm Strich, wenn alles der Normalität verläuft, im Jahr, also jedes Jahr einen Modellwechsel, wo du dann halt natürlich auch immer Richtung Herbst im Fachhandel mal nachschauen kannst,
was ist da noch übrig vom Jahr, was wird reduziert verkauft beispielsweise. Ist so ein bisschen klar wie im Textilbereich. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie ein Schnäppchen Pullover oder sowas kaufen willst, dann guckst du auf so einen Stapel, dann siehst du da 3 T-Shirts in XXXL und 3 in XXXS. Also das beliebteste und gängigste ist dann natürlich nicht da, aber es lohnt sich immer, da mal die Augen offen zu halten, was das Ganze angeht. Und vor allem, du hast es gerade angesprochen, der Punkt des antizyklischen Kaufens kennen wir auch von Klamotten. Also ich gucke dann idealerweise, wenn ich ein E-Bike kaufen möchte, vielleicht nicht gerade, was haben wir jetzt Anfang Mai, gucke ich dann nicht danach, wenn das Wetter eh schon schön ist und alle so ein Teil haben wollen. Wenn ich wirklich ein gutes Schnäppchen machen möchte, sage ich jetzt mal klar, wenn ich es haben will, dann muss ich es dann halt kaufen. Aber wenn es mir wirklich um den bestmöglichen Preis geht, warte ich vielleicht lieber bis hin zum Herbst, wo es schon wieder so ein bisschen düster wird draußen, es schon wieder regnet und die Leute jetzt oder die Nachfrage dann schon wieder ein bisschen zurückgeht. Ja, hilft dir jetzt natürlich nicht weiter, wenn du jetzt für sofort einen Rat suchst, ganz klar. Du kannst natürlich auch zu jeder Jahreszeit grundsätzlich mal im Fachhandel schauen nach einem Schnäppchen. Ne? Also vielleicht hast du ja grundsätzlich Glück, ne? Aber die Auswahl oder die Chance der größten Auswahl, was Schnäppchen angeht, das geht meistens so ab dem Spätsommer sogar los. Du musst gar nicht bis in den Herbst warten. Also oftmals geht das auch schon wirklich in den späten Sommermonaten los. So, ich glaube, das waren schon einige hilfreiche Tipps auch für euch da draußen. Also lasst dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Ich würde jetzt tatsächlich zum Abschluss ganz gerne noch mal ein vernünftiges E-Bike fahren, denn außer dieses komischen Drahtesels hier habe ich tatsächlich noch nie auf einem gesessen und ich würde gerne mal wissen, wie sich das anfühlt, was Vernünftiges unterm Hintern zu haben. Na, dann zeige ich dir mal was. Dann komm mal mit. So, du hast mir was mitgebracht, sehe ich. Einen Giganten. Mhm. Den Explore-Giganten. Jawohl. Was genau macht den jetzt für meine Situation ideal? Genau, also das ist genau das richtige Rad für dich, wenn du sagst, du fährst jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber du fährst schon wirklich regelmäßiger und du möchtest damit auch mal durch den Wald fahren. Du hast eine super Federung, du hast grundsätzlich ein helles Licht. Ganz wichtig für so einen Fall, du hast ein bisschen Profil hier, dass du auch einen guten Halt hast, wenn du mal durchs Feld fährst. Und ganz wichtig, hier hast du deine hydraulische Scheibenbremse. Ja. Mhm. Und ein Beweis dafür, du kannst halt auch zur jetzigen Jahreszeit einen kleinen Schnapper machen. Das Rad ist nämlich ein Rad, was jetzt in den letzten Wochen, Monate bei uns für Probefahrtenzwecken genutzt wird und kannst du auch für einen sehr fairen reduzierten Preis bei uns kaufen. Ah, okay. Also das ist auch nochmal ein guter Tipp an der Stelle. Vielleicht einfach mal nach den Ausstellungsstücken fragen. Die sind ja nicht großartig gefahren worden. Einfach wahrscheinlich hier so ein bisschen um den Block. Aber genau das werde ich jetzt auch mal machen. Ich fahre damit mal hier ein bisschen einfach über den Platz. Yeah. Und liebe Kinder an der Stelle, kritisiert mich gerne vollkommen zu Recht. Es gibt keine Ausrede dafür. Ich habe keinen Helm mit. Soll man nicht machen. Ich fahre jetzt extra vorsichtig. Aber wenn ich am Straßenverkehr teilnehmen würde, wäre Helm natürlich eigentlich Pflicht. Dann instruiere mich mal bitte, dass ich hier nichts kaputt mache am Ende noch. Jawohl. Noch ein kleiner Unterschied zu deinem Rad. Du siehst hier natürlich auch, wie schnell du bist und was ganz cool ist, hier siehst du sogar, wie voll dein Akku geladen ist. Und dann hast du hier die Unterstützungsstufen, die du durchschalten kannst. Hier Power. Dann zeigt er mir auch, wie lang und voraussichtlich. Absolut, genau. Ja. Absolut richtig. Du siehst sogar, in wie vielen Kilometern voraussichtlich dein Akku entsprechend leer ist. Mhm. Okay, sehr gut. Genau, und dann hast du halt natürlich den Rest. Kennst du schon vom klassischen Fahrradfahren, du hast zwei Handbremssysteme. Links ist übrigens beim Pedelec immer das Vorderrad und rechts das Hinterrad. Ah ja, okay. Genau. Oh, und ich merke, hier ist auch schon viel weniger Spiel, also die sind auch richtig eingestellt. Das müsst ihr auch gleich beim Bremsen machen. Mach ja vorsichtig, weil das ist schon mal eine ganz andere Bremsleistung. Ja. Dann hast du hier natürlich noch die klassische Klingel, die nicht fehlen darf. Und hier hast du deine Gangschaltung. Na, hier hast du sogar in dem Fall zwei Gangschaltungen, aber du kannst immer noch grundsätzlich hier wunderbar an die Knöpfe dran, dass du während der Fahrt immer die volle Kontrolle hast. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ich gucke mal, ob das hier so passt von der Einstellung. Aber ich merke schon, in dem Moment, wo ich den Fuß drauf stelle, macht der vorne schon. Der also schon. Das ist schon ein Unterschied. Okay, dann mal ab dafür. Viel Spaß. Der gibt aber direkt hier Gas, du. Ah. Und jawohl, bremsen kann er auch. Du, also ich muss euch sagen, unabhängig davon, dass ich jetzt gerade gelernt habe, wie man ein E-Bike eigentlich aussuchen sollte, das hier ist eine ganz andere Klasse als das, was ich gefahren bin. Denn es ist ja 2,5 Jahre, ist es ja gefahren. Ich bin ja damit gefahren. Es ging ja irgendwie. Aber alleine schon, wie der hier nach vorne zieht. Also wenn ich mir vorstelle, da mit einer Ampel stehen, das macht dann auch direkt deutlich mehr Spaß. Und dann gucken die Autofahrer wahrscheinlich blöd. Also ich habe jetzt definitiv meine Lektion gelernt. Werde natürlich jetzt nicht meins einfach verschrotten. Ich werde jetzt trotzdem noch mal probieren, irgendwie am Wochenende, ob ich das nicht doch noch irgendwie hinkriege. Aber falls das nichts werden sollte, ja, dann muss ich vielleicht noch mal wiederkommen. Und ich weiß ja jetzt, was eine theoretische Option wäre.